So, Freunde, wir sind wieder zurück zum neuen Video hier auf dem Kanal. Es geht wieder in die Coding Session rein und um was Essentielles für jeden Fußballanalytiker in meinen Augen. Es geht nämlich um Pizza Reports. Pizza Reports hört sich erstmal lecker an, ist aber tatsächlich was, das sieht man immer häufiger und genau das werden wir heute in Python umsetzen und ihr bekommt Step by Step alles erklärt, wie es funktioniert und was ihr machen müsst, um eure Coding-Karriere im Bereich Fußball weiter voranzutreiben. Das würde ich sagen, wir gehen rein und verlieren nicht mehr viel Zeit. Immer sind wir in meinem Jupyter Notebook und auch da wieder der Hinweis, wir fangen nicht von 0,0 an, sondern ihr müsst so ein bisschen schon wissen, wie funktioniert so ein Jupyter Notebook, wie funktioniert Python, aber wenn ihr da so ein bisschen drin seid, bekommt ihr das Tutorial auf jeden Fall hin. Und bevor wir da nochmal reingehen in unsere ersten Codezeilen, würde ich sagen, nochmal dicken Props an den Sponsor von diesem Video. Das ist nämlich kein geringer als ein alter Bekannter, nämlich Pookie. Pookie ist eine Möglichkeit, mit eurem Fußballwissen tatsächlich Cash abzugreifen. Also durch Fußballtipps zum Beispiel auf der Bundesliga oder jetzt auch in der MLS für die neue Saison mit zum Beispiel Messi, Spiele zu tippen, also euer Knowledge reinzugeben und dementsprechend zu ranken. Ist Free-to-Play spielbar oder mit den Pookie Balls, die man dort auch erwerben kann, nach den Stand zu greifen und richtig Cash abzugreifen. Da gibt es nämlich aktuell zum Beispiel einen 10.000 Dollar Wettbewerb. Ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und wenn ihr interessiert seid, gerne die oberste Linkbeschreibung abchecken, drüber anmelden und doppelt profitieren. Jetzt aber zurück zum Coding. Und wie eigentlich immer starten wir mit den Imports. Und essentiell eigentlich jedes Mal ist Pandas, das dürft ihr mittlerweile mitbekommen haben, auch klassisches matplotlib.pyplot ist eigentlich was, das gehört zu jedem Tutorial hier dazu, also es war auch immer dabei. Dann brauchen wir heute ein bisschen was Mathematischeres, nämlich math, wie der Name es schon sagt. Und wir brauchen from pill import, es müsste image sein. Plus wir nehmen noch mit from scip, nehmen wir stats mit. Werden wir später auch noch brauchen und sehr, sehr wichtig und auch für jeden, der sich so ein bisschen in der Fußballwelt austoben will in Sachen Coding, ist MPL Soccer. Habe ich letztes Mal schon ein dickes Shoutout gegeben, würde ich auf jeden Fall nochmal abchecken, der Link ist in der Beschreibung. Plus ich habe noch ein weiteres YouTube-Video euch verlinkt, worauf auch dieses Tutorial so ein bisschen basiert. Ist ein Kollege aus dem englischsprachigen Bereich, der ebenfalls sowas umgesetzt hat. Und auch da gerne abchecken und Props da lassen. Aber unsere Imports sind im Endeffekt mit der PyPizza und AddImage final. Wir gehen rein, wählen unseren Kernel aus und connecten den ganzen Lachs. Nachdem das durch ist, definieren wir erstmal unsere Liga und den Spieler, den wir anschauen möchten, plus die Saison. Da können wir nochmal kurz drüber reden, was ist überhaupt dieser Pizzaplot? Was wollen wir überhaupt machen? Und ihr habt es dementsprechend ja auf dem Thumbnail gesehen. Es geht darum, die Spielerstatistiken zu nehmen und in Quantile zu ranken. Und dementsprechend, umso weiter oben Spieler ist, umso mehr wird dieses grafische Pizzastück im Endeffekt gefüllt sein und daran kann man sehr schnell und sehr einfach ablesen, wie gut der jeweilige Spieler im Bereich zum Beispiel von den Schüssen oder den Expected Goals liegt. Wird noch klarer am Ende, wenn wir den Plot sehen, aber das ist so der Grundgedanke. Und das Ganze werden wir umsetzen mit der Bundesliga und mit dem Spieler Jamal Musiala. Und daran werden wir wahrscheinlich auch erkennen, wie gut einfach Jamal ist. Deswegen, wir müssen die Liga definieren. Und das wäre in dem Fall die Bundesliga. Dazu definieren wir noch die Season. Und da kommt ein anderes Tutorial, das allererste auf dem Kanal in Sachen Coding dazu. Da haben wir nämlich uns angeschaut, wie kann man überhaupt so Statistiken scrapen? Wie kann man die auf dem PC haben? Also lokal tatsächlich, ohne immer über eine API zu gehen. Und genau deswegen definieren wir auch die Season in dem Format. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall ab. Das ist essentiell auch für dieses Tutorial, wenn ihr im Endeffekt genau dasselbe machen wollt. Und den Spieler, das wäre kein geringerer als unser Jamal Musiala. Das sind die Variablen, die wir brauchen. Gehen in die nächste Zeile coden. Jetzt wird das Data Frame im Endeffekt gebildet. Und das ist so, dass wir PD read und da nehmen wir eine CSV. Und deswegen habe ich gesagt, es ist essentiell, dass ihr das andere Tutorial auch kennt oder sogar umgesetzt habt, weil genau auf diese Daten werden wir zugreifen. Und dementsprechend werde ich mal kurz den Pfad hier eingeben und gleich erklären, wieso, weshalb, warum. Am Ende soll es nämlich so ungefähr bei euch aussehen. Also ihr nehmt den Pfad, wo ihr euren ganzen Daten sonst drin habt. Plus wir erweitern das Ganze mit den Variablen, die wir umgesetzt haben, also die aktuelle Season oder die Season, die wir anschauen wollen. Plus die Liga, das wäre in dem Fall unsere Bundesliga. Wenn das
das Ganze dann zu einem validen Pfad führt, führen wir das Ganze auch mal aus. Und wir sehen, ja, das sieht schon mal gut aus, um das dann nur mal richtig zu validieren, dass da auch Daten drin sind. Schauen wir uns den ganzen Lachs nochmal an und haben dann hier am Ende des Tages unser DF-Head. Und das sieht vernünftig aus, würde ich sagen. Wir haben hier die ersten 5 Reihen drin mit Brandon Aronson, mit Paxton Aronson, Adamu Adamian und Karim Adeyemi. Und wir sehen es auch, zum Beispiel Adeyemi, das kann man hier recht schnell ablesen, hat 12 Aerials gewonnen. Ist auf jeden Fall mal ein Fact, den kann man durchaus mitnehmen. Was noch wichtig wird, weil wir müssen ja hier in diesem großen Datensatz, also wir haben etliche, also können wir nochmal reingucken, DF Columns, wir haben etliche Spalten und etliche Möglichkeiten, uns auszutoben. Mit diesen ganzen Daten können wir unseren Plot bilden. Also wir können im Endeffekt jeden von diesen Columns verwenden, um einen Pizzaplot darzustellen. Ich werde jetzt mal für mich die relevanten raussuchen. Da werden wir ein paar Möglichkeiten abdecken, offensiv, wie defensiv, wie auch in Sachen Ballbesitz. Und dann erkläre ich, wieso, weshalb ich die gewählt habe. So, nachdem ich das eingesetzt habe, sollte es bei euch ähnlich aussehen, wenn ihr euch für eure Columns entschieden habt. Im Tutorial würde ich tatsächlich nochmal die gleichen nehmen. Also wir haben hier unser neues Data Frame gebildet aus ID, Player, Nation, Position, Squad, Age, Born, 90s, Shot Creation Actions, Goal Creation Actions, G plus A, X Goals, Shots, Shots on Target in Percent, Touches, Progressive Distance, Carriers, Progressive Passes, Blocks, Interception, Areas 1 und Tackles sowie Recoveries. Und diese ganzen Features werden wir in unseren Pizzaplot einführen und dementsprechend führen wir das hier auch mal aus. Was noch so ein bisschen ja, das Problem ist, würde ich sagen, wir haben hier relativ lange Namen drin. Das ist im Plot später nicht ganz so schön wie Progressive Distance Carries. Dementsprechend werden wir das nochmal umbauen und da werde ich auch das ganz kurz nochmal vorbereiten, dass ihr im Endeffekt danach einfach abkupfern könnt. Und was machen wir jetzt? Ja, wir renamen im Endeffekt einzelne Columns, die in meinen Augen zu groß sind. Ist kein essentieller Step, aber sieht später ein bisschen ästhetischer aus auf dem Plot. Also df gleich df.rename, dann Columns, dann kommen wir zu der geschweiften Klammer. Ich würde Shot Creation Actions umnennen in Shot Creation, dann Goal Creation Actions in Goal Creation, Progressive Distance Carries in Brock Dist Carries, Progressive Carries in Brock Carries und Progressive Passes in Brock Passes. Das ist im Endeffekt einfacher, wie gesagt, um das einfach schöner darzustellen. Was wir jetzt machen, nachdem wir im Endeffekt alle Features, also alle Columns drin haben, die wir brauchen, auch richtig benannt haben, schauen wir nochmal, ob das Ganze passt und unser Spieler drin ist. Deswegen nehmen wir DF Log, gehen in die eckige Klammer rein, wenn ich das richtige treffe. Nochmal unser DF, also Data Frame in dem Fall, dann wählen wir Player aus. Und wir haben ja vorhin ganz oben schon den Player Name als Variable reingehauen. Jetzt müsste unsere Reihe perfekter ist sie rauskommen mit Jamal Musiala und nur mit Jamal Musiala. Wir haben jetzt tatsächlich eigentlich alles, was wir wollen und mit der werden wir jetzt im Endeffekt auch weiterarbeiten. Dementsprechend können wir auch den Term nochmal nehmen und in eine neue Variable reinpasten. Den nennen wir dann einfach mal Player Row und haben wir jetzt im Endeffekt alle Informationen, die wir brauchen, um das nochmal zu validieren. Komm, spaßeshalber geben wir es nochmal aus, aber wir sehen, das ist auf jeden Fall alles eingetragen. Was ich tatsächlich ganz gern nochmal mache, ist zu validieren, dass alle Daten richtig drin sind und zum Teil braucht man auch nochmal ein paar Informationen, wie zum Beispiel das Alter von Jamal Musiala. Dazu nehmen wir Player Row und dann nehmen wir E-Log und gehen da auf den Nullerwert, weil im Endeffekt die erste Reihe das ist und wählen dazu Age aus. Beziehungsweise das ist, glaube ich, groß geschrieben. Perfekt. Also Player Age nehmen wir mit. Das gleiche können wir auch für Player Position machen, was ich in meinen Augen auch immer ganz gern mitnehme. Dass man einfach so ein paar Key-Informationen noch drin hat. Dann auch hier ist es im Endeffekt die Column Position. Und das Ganze würde ich vorschlagen, machen wir auch noch mit dem Squad. Wissen wir zwar, dass er bei Bayern spielt, aber im Endeffekt kann man sowas immer ganz gut gebrauchen. Jetzt haben wir E-Log und am Ende noch die Null ran plus eine weitere geschweifte Klammer, wo wir dann noch Quad einfügen. Wenn man es richtig schreiben, soll es auch funktionieren. Perfekt. Und dann geben wir das Ganze einfach nur einen Print aus, dass wir auch die richtigen Daten haben. Also Player Name zum Beispiel. Dann geben wir hier ein Plus ran. Ist... dann müssen wir das Ganze in String umwandeln,
geht man Player Age ran. Dann haben wir hier Jahre alt und spielt die Position plus Player Boss plus bei und dann nochmal den Player Squad. Und wenn das jetzt alles funktioniert, müsste hier ein relativ solider Satz rauskommen. Jamal Musiala ist 21 Jahre alt, ja, alt und spielt die Position Mittelfeld bei Bayern Munich. Da haben wir nicht ganz so optimal geschrieben, plus so ein bisschen Schreibfehler rein, aber als Programmierer sieht man da natürlich gern drüber hinweg. Wenn wir es nochmal aktualisieren, sieht es auch sehr, sehr solide aus. Also, wir haben unsere Player Row, alle Informationen, die wir brauchen, und wir haben auch das Ganze in ein paar Variablen noch reingelegt, also im Endeffekt noch ein paar Zusatzinformationen. Jetzt ist es so, gehen wir tatsächlich rein in die Daten, die wir brauchen. Dazu gehen wir nochmal ins Data Frame und wir können hier tatsächlich auch ein paar Columns noch droppen, dass es noch ein bisschen übersichtlicher wird. Zum Beispiel die ID, weil die brauchen wir im Endeffekt nicht mehr. Das ist im Endeffekt jetzt auch die Basis, auf dem unsere Analyse stattfindet. Und wir sehen, wir gehen nicht in unsere Player Row, sondern wir gehen ins Data Frame, wo alle Spieler nochmal drin sind. Aber wir werden nicht die ID benötigen, weil wir die nicht für die Werte brauchen. Dazu brauchen wir nicht die Column Nation. Ebenfalls unnötig ist die Position in meinen Augen, außer man möchte es positionsabhängig machen, ist ein anderes Thema. Machen wir heute nicht, sondern wir nehmen alle Spiele mit rein, beziehungsweise alle, die in gewisse voreingestellte Definitionen reinpassen, aber gleich mehr dazu. Dann auch sowas wie Age können wir mit rausnehmen. Und dazu auch noch Born. Das ist auch was, das ist für uns absolut nicht relevant. Und dann gehen wir hier noch in die Klammer rein, gehen auf Access und dann 1, führen das Ganze aus. Und dann ist es eigentlich so, wenn wir nochmal den df.head ausgeben, 3 im Endeffekt, dass wir hier deutlich weniger Columns haben. Also wir sehen zum Beispiel keine ID mehr. Also alles, was wir gerade gedroppt haben, ist sozusagen raus. Jetzt ist es so, es sind in diesem Datensatz etliche Spieler drin, die auch gar nicht gespielt haben oder vielleicht nur ein Spiel. Die würden diese Quantile sehr verzerren. Also wir haben einfach dann eine ganz große Menge, die nie gezockt haben und das wollen wir nicht. Ich würde vorschlagen, wir nehmen zum Beispiel Spieler, die mindestens 0,190 Minuten Spiele hatten, also hier 90s. Die Column werden wir verwenden. Man kann den Threshold noch anders setzen. 0,1 sind sowas, wo wir einfach Spiele rausfiltern, die gar nicht gespielt haben, also wirklich kein Spiel. Das sind Spieler, die wollen wir nicht drin haben. Wie gesagt, das könnt ihr noch anders einstellen, aber dazu, und das könnt ihr wie gesagt mit dem Threshold selber setzen, nehmen wir df gleich df log, dann wieder eckige Klammer und gehen dann in die Column 90s und da sollen, wie gesagt, alle Spieler drin sein, die mehr oder gleich 0,1 haben. Und dementsprechend erweitern wir das Ganze und machen dann danach noch einen DF-Drop von der Column, weil wir die ja auch nicht mehr brauchen. 90s, die ist jetzt nur da gewesen, um das Ganze nochmal zu filtern und dann nochmal hier Access gleich 1. Und wenn wir das ausführen, ist unser Data Frame deutlich kleiner nochmal gewesen. Was wir noch machen können, und das sollten wir auch machen, es gibt zum Beispiel die Column, und das habe ich im Kopf, da können wir nochmal kurz reingehen, DF Columns, dass ihr auch seht, was ich meine, wo zum Beispiel ein Wert fehlen könnte. Und das wäre zum Beispiel, also das würde ich jetzt mal schätzen, bei Shots on Target in Percent. Das Ding ist, wenn ein Spieler nie aufs Tor geschossen hat, kann er natürlich auch dementsprechend keinen Wert da drin haben. Und das wollen wir nicht haben, weil das würde auch unseren ganzen Pizzaplot crashen. Aber um das nochmal zu validieren, gehen wir nochmal auf DF Columns. Da gibt es nämlich einen Befehl, der tatsächlich ganz schniekisch, würde ich sagen. Und gehen wir nochmal DF, dann ist nah. Das sind nämlich NA-Werte, also da ist nichts drin. Und dann hier noch ein Any dahinter. Nochmal mit den Klammern schließen wir die eckige. Und dann geben wir noch ToList ein. Und mit dem sehen wir im Endeffekt die Columns, wo Nah-Werte drin sind, also tatsächlich leere Werte. Den Punkt löschen wir noch weg, führen wir das Ganze mal aus und wir sehen tatsächlich die einzige Spalte, das einzige Feature, wo Werte drin sind, die nicht, also keine Werte drin sind im Endeffekt, sind Shots on Target. Und da würde ich tatsächlich empfehlen, einfach eine 0 reinzuhauen. Und dann machen wir das Ganze mit df gleich df.fillNah und das ist relativ easy, gleich, also einfach 0 noch in die Klammer rein. Führen das Ganze aus und sehen einen Error. Das liegt daran,
hier keinen Bindestrich, sondern man sollte hier einen Punkt reinmachen für das Ganze aus und es funktioniert. Jetzt ist es so, wir haben jetzt ein Data Frame, das alle relevanten Spieler drin hat. Dazu hat es noch alle relevanten Columns drin mit alle relevanten Werte. Also, was machen wir jetzt? Es ist so, wir verwenden für den Pizza-Plot sogenannte Parameter. Params kann man so nennen. Und da geben wir die Liste rein, DF Columns. Also wir wollen alle Column Names drin haben in diesen Parametern. Führen wir aus. Um das Ganze nochmal zu checken und die Liste nochmal anzuschauen, können wir es ausgeben. Player Shot Creation, Goal Creation, G plus A, X Goals, Shot Shots and Target Percent, bla 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 und so weiter. Aber genau das wollen wir haben. Also das ist alles, was wir später im Pizza-Plot haben wollen. Und das sieht an sich auch schon mal ganz gut aus. Was wir tatsächlich aber nicht brauchen, ist Player. Also ist ja kein Wert, sondern einfach nur ein String. Und deswegen schneiden wir das Ganze nochmal ab. Das geht mit Params und dann gleich Params 1 Ding. Doppelpunkt rein und dann haben wir, wenn wir es nochmal ausgeben, nur unsere Parameter, also unsere Werte, die wir haben wollen. Und jetzt gehen wir rein und holen uns aus unserem Spieler, also unser Player Row, genau diese Daten. Das Ganze nennen wir dann Player Data und in Player Data, in der Variable, geben wir DF Log rein und da nochmal ein DF und wählen Player und dazu gleich Player Name und nochmal Reset Index und die Klammer nochmal auf und zu. Dann gehen wir weiter und das Wichtige ist jetzt, also wir preparen sozusagen diese Values, die wir gleich verwenden von Jamal Musiala. Player Data gehen wir nochmal rein und brauchen die Liste sozusagen von diesen Spielerdaten. Dazu nehmen wir nochmal einen Log und gehen auf die Reihe 0 und dazu noch Player Data gleich Player Data. Mit engen Klammern schneiden sozusagen die ersten 2 bzw. 3 ab und wenn wir das Ganze jetzt ausgeben, sehen wir, aha, genau diese Daten haben wir jetzt. Das sind die Daten, die wo wir im Endeffekt von Jamal Musiala brauchen. Jetzt ist es so, wir haben Rohdaten, also wir haben einfach nur die Statistiken. Wir wollen aber Quantile, wir wollen checken, wie gut ist Jamal im Vergleich zu den anderen Bundesligaspielern. Und genau dazu gehen wir rein und machen eine neue Variable auf, wo wir im Endeffekt dann die Werte reingeben, das wären in dem Fall Values. Dazu brauchen wir eine Vorschleife und for in und dann Range der Länge von den Parametern, weil wir ja tatsächlich nur die Parameter haben wollen, die wir auch im Endeffekt definiert haben. Gehen wir rein und machen Values. Append heißt, wir geben immer wieder dazu. Und da kommt jetzt Marv ins Spiel. Wir haben dann eine Möglichkeit, Quantile durch diesen Import berechnen zu lassen, wo wir dann noch Stats verwenden. Und dann haben wir hier Percentile of Score. Gehen weiter. Gehen dann ins DF, also ins Data Frame wieder rein, wählen hier nur die Params aus. Und der, ja, dieser Code sieht gerade ein bisschen verwirrend vielleicht aus, aber es ergibt sich tatsächlich. Wählen dann unseren X-Wert raus, also die Schleife nochmal, und gehen dann nochmal unsere Player Data, wo wir auch nochmal X reingeben. Und das loopt im Endeffekt jetzt für jeden Parameter, also für jeden Statistik, die wir haben wollen, das Ganze durch. Und rechnet sozusagen die Quantile aus. Und wenn wir dann die Values uns nochmal ausgeben lassen, sehen wir, das ist 97, 99, 96. Im Endeffekt sieht es schon sehr, sehr rosig aus für unseren Jamal Musiala. Jetzt haben wir einmal unseren ganzen Datensatz, wir haben unsere Quantile, wir haben die Werte von Jamal. Hört sich eigentlich ganz solide an. Wir können eigentlich reingehen und den Pizza-Plot schon mal vorbereiten. Das war das ganze Preprocessing, um den Plot zu erstellen. An sich ist es jetzt kein großes Hexenwerk, man muss einfach nur die Statistiken holen, sich klar machen, welche Columns, also welche Features man nimmt, plus ein Spiel natürlich vorab auswählen und dann die Quantile bilden, was man in dem Fall hier mit dieser Vorschleife macht, wo man dann nochmal auf den ganzen Datensatz zurückgreift. Und jetzt, wie gesagt, gehen wir ins Plotten rein. Und ich bin tatsächlich noch so ein bisschen Fan davon, das Bayern-Logo drin zu haben in so einem Plot. Deswegen definieren wir nochmal Squad. Und es ist so, ihr bräuchtet jetzt das Bayern-Logo auf
eurem PC oder irgendwoher. Das könnt ihr machen. Ich habe da tatsächlich auch einen anderen Code dafür geschrieben. Können wir mal reinschauen in einem anderen Video. Da habe ich von Wikipedia die ganzen Wappen mir runterziehen lassen. Aber ihr müsst diesen Step nicht machen, könnt ihn auch überspringen. Wenn ihr aber jetzt ein Bayern-Logo zum Beispiel aus dem World Wide Web runterlädt, dann ist es so, ist es hier dieser Squad, den ihr definiert und den Path dazu, also wo dieses Logo liegt, den gebe ich jetzt auch mal kurz nochmal ein. Und der sieht bei mir dann so aus. Also ich habe, wie gesagt, sehr viele Icons auf dem PC, deswegen nochmal der Zusatz mit dem Squad mit FC Bayern München. Und ihr müsst natürlich wissen, wie dann euer File heißt, aber dann einfach hier den Path eingeben und ihr solltet eigentlich good to go sein. Wir können nochmal das Logo auch ausgeben lassen mit Image und dann Open und dann den Path, beziehungsweise sollten wir auf jeden Fall so machen, dass ihr später auch das Logo verwenden könnt. Und alles, was jetzt folgt, ist im Endeffekt von MPS Soccer. Und wir werden es nur dementsprechend anpassen auf unsere Bedürfnisse, auch mit dem Wappen und an die Farben. Und das Erste, was wir reinhauen, sind die Slice Colors und die Text Colors. Dazu werde ich es einfach noch kurz vorbereiten. Und es sieht dann so aus. Das ist für mich sehr passend. Das sind die Farben, die ich ganz cool finde, plus die Angaben, also mal 6, mal 4, mal 5, wie das Ganze dann verteilt wird. Und wie oft es im Endeffekt dann in diesem Plot drin ist. Könnt ihr dementsprechend einfach übernehmen oder ihr definiert selber Farben und auch dementsprechend die Multiplikation, wie oft ihr die auch vorkommen lassen wollt. Dann, nachdem wir die Farben definiert haben, kommen wir ins Baker. Und Baker ist sozusagen der Move, wo wir die Pizza, die Pie-Pizza definieren. Und da haben wir tatsächlich ein paar Parameter. Das erste wäre Params und die haben wir ja definiert als Params. Perfekt. Haben wir auf jeden Fall schon mal drin. Dann haben wir die sogenannte Background Color und da würde ich tatsächlich mit der klassischen 0000 gehen. Dann eine andere Sache ist die Straight Line Color und da ist es so, da habe ich jetzt auch nicht viel verändert, sondern ich gehe hier rein mit 6 mal dem F. Und wir gehen weiter mit Straight Line LW, das wäre die 1. Wir haben hier noch eine Kleinigkeit, die wir nicht vergessen dürfen. Nach jedem müssen wir auf jeden Fall ein Komma setzen, sonst wird es uns nachher um die Ohren fliegen. Habe ich gerade fast vergessen, aber vergesst ihr auf jeden Fall nicht. Dann haben wir noch Last Circle LW, da gehen wir mit einer 0 ran. Wie gesagt, das ist alles in der Doku von MPS Soccer und Pizza Plots. Das ist jetzt tatsächlich auf deren Idee, beziehungsweise angepasst, wie gesagt, an unsere Idee. Und dann gehen wir an Other Circle LW, gehen wir auch auf 0 rein. Plus, dann haben wir noch den Inner Circle, also den inneren Kreis. Gehen wir noch auf die 20. Nachdem wir dann das hier definiert haben, gehen wir in den Plot und das geht mit Fig und X und dann gehen wir auf Baker.makePizza. Es ist alles tatsächlich so ein bisschen angelehnt an das Narrativ des Pizzabackens. Wir haben einmal die Values, die wir vorhin definiert hatten, die werden wir auf jeden Fall mit reingehen. Dann definieren wir die Fig Size, da würde ich euch empfehlen mit 8,5 zu gehen, aber auch da könnt ihr definieren, wie ihr Bock habt, ist im Endeffekt offen. Dann haben wir die Color Blank Space und da würde ich Same reingeben. Wir gehen weiter. Die Slice Colors haben wir vorhin oben schon definiert, sind im Endeffekt dann die Slice Colors. Wir haben die sogenannten Value Colors und das sind bei uns sozusagen die Text Colors. Das kann man auch so übernehmen. Dann haben wir noch Value Background Colors. Da würde ich tatsächlich auch nochmal die Slice Colors reingeben. Und dann gehen wir weiter mit Blank Alpha. Wir haben hier 0,4. Dann haben wir jetzt was Interessantes, nämlich Quarks Slices. Das ist hier unten. Wählen wir auch raus und da gehen wir in Dictionary rein. Und das Dictionary besteht aus einem Edge Color. Die Edge Color definieren wir mit Hashtag F2F2F2. Dann haben wir hier eine Z-Order, so nennt sich das Ganze. Gehen wir auf eine 2 und ich gehe jetzt nicht auf jeden Wert ein, sondern das, wie gesagt, das ist nicht von mir alles unbedingt, sondern übernommen, aber angepasst. Und Line-Width würde ich die 1 reingeben, dass es auch später bei euch so aussieht wie bei mir. Dann haben wir noch, nachdem wir den Quark Sliced eingeben, haben wir noch die sogenannten Quarks Parents. Und auch da definieren wir ein Dictionary und gehen rein mit Color und
Haller würde ich tatsächlich hier, was war's? Jetzt müsste normalerweise F, also 6-mal das F sein. Dann haben wir noch Font Size, da würde 8 sehr gut funktionieren. Und wir haben VA und da würde ich Enter empfehlen. Und das war im Endeffekt dann der ganze Hase. Plus, also was man noch hier bedenken muss, dass hier oben ein Komma hin muss. Hier auch nochmal, ne hier nicht, sondern hier unten muss noch ein Komma hin. Und es gibt noch einen weiteren Quarks und das wäre nämlich Quarks Values. Da geht es wieder in Dict rein und da haben wir wieder Edge Color, beziehungsweise das ist 6-mal das F. Dann haben wir dann sogenannte Face Color, das wäre Corn. Und das ist tatsächlich was, das habe ich mir extra rausgesucht. Cornflower Blue hört sich in meinen Augen ganz schnieke an, wenn ich es noch richtig schreibe. Cornflower Blue Box Style geht man noch mit rein. Und das ist Round, ich glaube, Komma Pad gleich 0,2 und LW gleich 1. Und dann haben wir hier eigentlich alles bedacht, soweit ich das im Kopf habe. Wir schließen sozusagen die zwei Klammern. Beziehungsweise wir haben hier noch eine Kleinigkeit vergessen bei den Quarks Values, dem Dict. Wir haben nämlich hier vergessen, noch das Color reinzugeben. Das Color, oder die Color wäre auch FFFF, 6-mal das F. Wir haben hier noch anzugeben die Font Size, die wäre 11. Dann haben wir hier noch That Order und da würde ich die 3 reingeben. Und tatsächlich sind die Edge Color, Face Color, Boxer und LW in B-Box drin. Also das ist nochmal ein weiteres Dict Generic, das wir aufmachen. Und die Itsune-Klammer kommt dann hier hinten ran. Und jetzt sieht es schon ein bisschen aufgeräumter aus. Aber es ist noch nicht alles. Also es ist noch ein kleiner Weg, den wir zusammen gehen müssen. Wir haben noch den Fig.Text. Den machen wir wieder die Klammer auf. Und da auch, also die Werte würde ich euch empfehlen, einfach zu übernehmen. Das ist die 0515. Und hier haben wir die Telefonnummer. Dann haben wir noch den anderen Wert. Das ist 0953. Und da stellen wir rein Percentile Rank versus. Und da ist tatsächlich jetzt die League drin, die wir vorhin schon mal definiert hatten. Und da gehen wir weiter, gehen nochmal mit dem hier rein. Dann haben wir hier einen geraden Strich drin, Season. Und wir geben noch am Ende plus Season rein. Und dann noch Size gleich 13 habe ich. Und dann haben wir noch HA, also da, wo das im Endeffekt hingemacht wird. Dann geben wir Center ein, dass es zentriert ist. Und die Color ist, beziehungsweise nicht Text Colors, sondern die Color ist wieder 6-mal das F. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass ich den Rest mal kurz reincode, wir nochmal zusammen drüber gehen, dass es nicht endlos lang wird. Und ihr stoppt im Endeffekt einfach da, wo ihr den Code nochmal anschauen wollt. Aber dann haben wir tatsächlich den Spaß schon mal geschafft. So, jetzt sieht der ganze Hase so aus. Wir sind hier gestehen geblieben, der Rest habe ich kurz reingecodet. Wir haben hier Fig Text, das ist im Endeffekt so ein Subtitle mit Attacking, Possession, Defending. Dann die Größe noch. Dann haben wir noch sogenannte Rectangles drin, wo wir auch die Werte definieren. Wenn wir gleich sehen, was das bedeutet, die Color, dann noch den Transform definieren und dann noch das Image von vorhin mit reingeben. Also unser Logo vom FC Bayern und am Ende ganz, ganz wichtig, PLT Show. Und wenn jetzt alles richtig drin ist, sollten wir einen ganz schönen Plot sehen. Und wie man es in jedem guten Tutorial sieht, ist erstmal ein Fehler drin. Aber das ist ein Fehler, den können wir relativ easy beheben, weil bei dem ganzen Coden, das passiert tatsächlich relativ gern mal, habe ich hier bei den einzelnen Farben das Hashtag vergessen. Also, das wird man noch kurz nachtragen. Und wenn überall das Hashtag, also vor den 6F immer ist oder auch hier davor, sollte es jetzt eigentlich funktionieren. Und das sieht doch eigentlich ganz schnieke aus. Bis auf dass das Bayern-Logo so ein bisschen verschoben ist, da könnt ihr hier noch so ein bisschen rumspielen. Das ist jetzt im Endeffekt nur noch so eine Kleinigkeit, wo man dann noch anpassen kann oder das Logo ein bisschen größer schalten. Aber wir sehen im Endeffekt hier alles drin. Also wir haben einmal die Shot Creation, Goal Creation, alle unsere Parameter, die wir vorher eingeben haben. Wir haben Percentile Rank versus Bundesliga von der Season 2023-24, Attacking, Possession und Defending gecreated in Sachen Color. Also Defending ist im Endeffekt das Rote. Wir haben Possession in Orange und Attacking in Blau. Und wir sehen, also Jamal ist wirklich
sehr, sehr stark in fast jedem Perzentil dabei. Er ist natürlich auch einer der besten Spieler der Bundesliga, ist eigentlich irgendwo logisch, dass er so aussieht, außer in Aerials One, also im Luftzweikampf ist er nicht ganz so dabei, aber progressive Carries ist er ganz oben und bei jedem Offensivwert ist er echt ganz stark, außer bei Shots on Targets und Percent, da muss er wohl noch ein bisschen nachholen und hier kann man, wie gesagt, relativ easy und sehr schön sehen, wie der Spieler performt im Vergleich zur ganzen Bundesliga. Das kann man jetzt auch positionsspezifisch machen, das kann man altersspezifisch machen, oder so Spielereien, aber ich wollte euch heute einfach das Grund, das Handwerk mitgeben, wo ihr im Endeffekt dann euch selber das Ganze basteln könnt. Und wie gesagt, Props an MPS Soccer und auch an das andere YouTube-Tutorial vom englischen Kollegen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da und man sieht sich. Tschüss.